Wo möchtest du denn hin? Ich darf schon nach Hause. Ich habe jetzt Schulschluss. Jetzt schon? Ja, ich gehe hier nicht mehr auf die Schule. Ich gehe jetzt auf die Waldorfschule. Und ich mache auch meine Hausaufgaben jetzt bei mir zu Hause. Das hat meine Mutter beim Gerichtshof eingereicht. Was für ein Gerichtshof denn? Ach, übrigens, haben Sie 2 €? Mein Krokodil hat mein Kakaogeld aufgefressen. Nein, das habe ich jetzt leider nicht dabei, diese 2 €. Amelie? Amelie? Oh, schön, dass du hier bist. Gott sei Dank, danke. Sie hat heute noch eine Besprechung. Ne? Hast du vergessen? Ich bin so aufgeregt. Dankeschön. Wir müssen wieder zurück. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Die 9-jährige Amelie hat mit einer Ausrede während der letzten Schulstunde einfach den Unterricht verlassen. Seit einem Monat können weder ihre Klassenlehrerin noch die Mutter die Lügen der Drittklässlerin stoppen. Deshalb hat die Pädagogin Familienhelfer René Feldmann zu Rate gezogen. Hallo, alles gut? Was ist los? Ach, nichts Besonderes. Amelie wollte nur ein bisschen spazieren gehen. Während des Unterrichts? Während des Unterrichts. Leider ist sie uns entlaufen. Ich bin in dem Moment dazugekommen, weil die Lehrerin mir schon mal im Laufe der Woche erzählt hatte, dass sie eine Schülerin hat, die auffällig Geschichten erzählt, die so unrealistisch sind, dass sie sich da wirklich Sorgen gemacht hat, ob mit dem Realitätssinn des Kindes irgendetwas nicht stimmt. Amelie! Mama! Was machst du denn hier draußen? Hey, Schatz. Hallo. Hallo, Frau. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Kein Problem. Ich hatte noch so viel Stress auf der Arbeit. Hallo. Hi. Hallo, Feldmann. Hi. Hallo. Ich muss Ihnen leider mit Ihnen sprechen. Amelie, kannst du dich noch ein bisschen setzen? Ich muss mit deiner Mama unterhalten. Genau, geh direkt ins Zimmer. Ja, das letzte Woche haben wir besprochen in der Schule über den Urlaub. Und Amelie hat erzählt, sie ist auf dem Vulkan geklettert. Und da hat sie nachts Tiger beobachtet, die ihr Streifen abzogen. Was? Ja, wie kommt sie denn auf so eine Geschichte? Ich weiß es nicht. Am Anfang habe ich gedacht, sie hätte einfach nur eine blühende Fantasie und habe auch nichts gesagt. Man möchte so ein Kind ja nicht klein halten. Aber inzwischen, ich kann tun und machen, was ich will. Sie reagiert einfach nicht, wenn ich sage, dass sie mal die Wahrheit sagen soll. Ich würde jetzt gerne noch mal mit Amelie noch mal selber alleine reden. Irgendwie, dass wir mal so verschiedene Aktionen vielleicht mit ihr machen, um da mal hinzukommen. Weil es gibt Kinder, die lügen halt eben oder erzählen Geschichten so oder in ihrer Fantasie absichtlich oder eben unabsichtlich. Das heißt, dass sie eigentlich in der Fantasiewelt sozusagen leben. Was soll ich denn machen, wenn meine Tochter einen Realitätsverlust hat? Wenn sie nicht mehr unterscheiden kann, was ist Fantasie und was ist Realität? Wenn sie irgendwas Schreckliches erlebt hat? Ich habe gerade ehrlich gesagt richtig Angst um sie. Hawaii? Kann ich das richtig lesen? Ja. Aha. Das ist ja cool. Das heißt, ihr wart auf Hawaii im Urlaub? Ja. Hör mal, Krokodil ist jetzt nicht da drauf. Ich weiß aber, du hast erzählt, hier wird Krokodil irgendwie unterm Waschbecken leben oder was weiß ich was. Mit 9 Jahren können Kinder üblicherweise eigentlich Realität und Fantasie auseinanderhalten. Und ich muss erst mal herausfinden, ob Amelie überhaupt weiß, was sie da tut im Endeffekt. Ob sie in dieser Welt vielleicht gefangen ist. Und das würde vielleicht eventuell auf eine psychische Störung hinweisen. Und das musste ich erst mal herausfinden. Kannst du mal eben dann Eimer und Lappen vielleicht holen? Irgendwie, das wäre mal nett. Ja? Cool, das ist lieb. Ja, und wo ist Krokodil jetzt gewesen? Du hast doch. Es ist im Urlaub. Ach, das ist gar nicht da heute. Mit der Aktion mit dem Krokodil unterm Waschbecken habe ich schon herausgefunden, dass Amelie ihre Geschichten willentlich manipuliert. Also, dass sie das gezielt von sich aus einsetzt und weiß, dass es eine Lügengeschichte ist. Nur, was in dem Moment mir noch nicht so bewusst war, warum sie das tut. Es wäre mal für mich ganz nett, wenn du mir diesen Urlaub mal so mir den bisschen erzählst und mir dann aber immer auch mal so, wenn du jetzt von dem Krokodil mehr erzählst, dann malst du mir ein Krokodil auf. Begeistert erzählt die Grundschülerin von den Sommerferien auf Hawaii, bei denen das Krokodil ihr ständiger Begleiter war. Dort habe die Familie in einem Schloss gewohnt und sei mit dem Hubschrauber geflogen. Amelies Mutter begreift nicht, warum ihre Tochter derart dick aufträgt. Wir waren doch überhaupt nicht auf Hawaii. Sag doch einfach, wo waren wir dieses Jahr wirklich im Urlaub? Och Mann, ja, wir waren bei meiner Oma bei der Eifel. Genau, und wie sind wir da hingekommen? Mit
deinem alten Auto. Kannst du noch mal weiter mal, was du dir von Mama vielleicht wünschst? Mir wurde klar, dass sie lügt bzw. nicht lügt, als ihre Mutter sich schon darauf hingewiesen hat, wo waren wir denn wirklich im Urlaub? Da hat sie dann gesagt, ja, wir waren bei Oma. Und dann, ja, wie sind wir da hingekommen? Von wegen Hubschrauber, sondern mit dem Auto der Mutter in dem Moment. Und da war mir klar, da ist, das ist ja ganz bewusst, wo ist da eine Lüge, wo erzähle ich etwas, wo schmücke ich aus? Das war sofort deutlich da. Sie erzählt so von Reisen und dann hat sie gerade so gesagt, ihr altes Auto. Da sind ja so zwischen Eifel und Hawaii, da liegen ja Welten, da liegen vielleicht auch finanzielle Welten so ein bisschen dazwischen. Was ist denn, gibt es da irgendwas, was zu Hause da so auffällig ist? Ja, es ist momentan schon ein bisschen angespannt bei uns in finanzieller Hinsicht. Aha. Mein Mann arbeitet Vollzeit auf dem Bau und klar, da verdient man eben nicht so wahnsinnig viel Geld. Mhm. Und ich arbeite momentan nur Teilzeit. Ja, und da kann man natürlich alle Wünsche, die da sind, nicht so erfüllen, wie es eigentlich gewollt wäre. Sie malt ja jetzt ihre Wünsche mal auf. Vielleicht gucken wir da einfach auch mal drauf, was da jetzt mal so mal rumkommt. Okay, ja, dann Amelie, zeig uns doch mal so, was du dir so von Mama so wünschst. Was ist das? Erklär mir das oder uns mal eben, bitte. Der Hamster, das ist ein Schwimmbecken und das sind die Rollschuhe. Die Rollschuhe ist mir egal, wann ich die kriege, Weihnachten oder Ostern. In dem Moment, wo ich das Bild gesehen habe mit ihren für eine Neunjährige sehr realistische Wünsche, wo sie sogar noch gesagt hat, du hör mal, das ist mir völlig egal, Mama, wann du mir das schickst. Daran habe ich gemerkt, dass sie das ganz realistisch einschätzt, die Situation der Eltern, dass die finanzielle Situation ist, wie sie ist und daran ihre Wünsche auch orientiert. Das ist sehr, sehr realistisch für eine Neunjährige. Wie ist denn so ein Tagesablauf? Sie kommen von der Arbeit, Sie haben jetzt gerade halbtags oder was war das? Ja, genau. Also es ist momentan extrem stressig. Also bei mir auf der Arbeit, ich habe unglaublich viel Arbeit. Eigentlich ist es im halben Tag gar nicht zu schaffen. Mhm. Und dann kommt noch der Druck dazu von meinen Kollegen, die mir halt ständig Stress machen, weil ich nur halbtags arbeite und mir vorwerfen, dass ich halt nachmittags sozusagen Urlaub mache. Mhm. Und dementsprechend komme ich einfach oft sehr, sehr, sehr gestresst und kaputt nach Hause. Ja. Aber ich tue einfach alles, um für Amelie da zu sein. Ich beschäftige mich mit ihr. Sobald ich nach Hause komme, bin ich für meine Tochter da und spiele mit ihr. Und ich versuche mir auch nicht anmerken zu lassen, wie es mir in diesem Moment tatsächlich geht. Weil also natürlich das bin ich müde und kaputt. Das zeigen Sie Ihrer Tochter grundsätzlich gar nicht? Nein. Auffällig war dann eine Situation, wo die Mutter mir dann erzählte, sie kommt nach Hause, ist müde, platt, was total verständlich ist. Und dann spielt sie aber, sie lügt, dem Kind vor, dass alles in Ordnung ist. Und da hat es bei mir schon Klick gemacht. Ich würde dazu gerne noch mal ein Rollentauschspiel machen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ja, wie soll können das, wir das auch sehen? Also, Sie sagen, Sie kommen nach Hause, also spielen Sie was zusammen? Mhm. Das könnten wir jetzt mal machen. Unter Anleitung von Familienhelfer René Feldmann stellt die 38-Jährige ihre Tochter dar, die sich nach der Schule auf das tägliche Brettspiel freut. Amelie schlüpft gleichzeitig in die Rolle ihrer Mutter und zeigt dabei überraschende Verhaltensweisen. Haben Sie was bemerkt? Ja. Was denn? Dass sie gegähnt hat. Und Amelie, warum hast du gegähnt? Meine Mutter macht das immer. Ach, die Mama macht das immer wieder. Aha, das heißt immer, wenn sie nach Hause kommt, dann gähnt sie. Und wenn man gähnt, was ist man dann meistens? Müde. Das ist müde, ne? Sauerstoffmangel. Ja, das ist richtig. Aber sehen Sie, Ihre Tochter bekommt das mit und macht das genauso nach. Also dieser Rollentausch war für mich, als wenn man mir einen Spiegel vorgehalten hätte. Mir war überhaupt nicht klar, dass Amelie mitbekommt, wie müde und kaputt ich bin, wenn ich von der Arbeit komme. Und mir war auch nicht klar, dass meine Tochter anfängt, mich tatsächlich zu kopieren. Und das war genau das, was ich in diesem Rollentausch gesehen habe. Und das hat mich wirklich sehr berührt und betroffen gemacht, zu sehen, dass meine Tochter lügt, weil ich ihr was Gutes tun will und sie anlüge. Sie leben ihr eine heile Welt vor, ne? Was macht sie jetzt die ganze Zeit? Sie spielt das nach. Sie erfindet das dann auch. Um die Familienkasse aufzubessern, hat die Teilzeitverkäuferin vor 2 Monaten eine besser bezahlte Stelle angenommen. Doch für die Gehaltssteigerung wird auch mehr von ihr verlangt. Ihre Erschöpfung nach der Arbeit versucht die 38-Jährige nur in guter Absicht zu verbergen. Ich möchte ihr natürlich auch das Gefühl geben, dass sie mir nicht zu viel ist und dass ich trotz allem Stress gerne für sie da bin. Und ich spiele auch wirklich gerne mit ihr. Ja. Was kann ich anders machen, um da... Ganz ehrlich, Amelie das sagen. Amelie neigt zur Übertreibung. Und Kinder neigen ja im Ganzen ein bisschen zur Übertreibung. Und das hat sie jetzt getan. Sie hat die Geschichten erfunden. Vielleicht einfach mal realistisch sein und auch mal sagen, vielleicht machen wir heute mal nur eine kleine Runde. Oder wir gehen mal an die frische Luft. Oder, seien Sie auch mal ganz ehrlich aus meiner Sicht, Amelie, ich bin richtig, richtig, richtig kaputt.
Ist es in Ordnung für dich, dass wir jetzt im Moment vielleicht auch mal zusammen eine Sendung gucken oder so? Mama, egal was das ist, ich liebe dich. Oh. So, und das ist das Allerwichtigste. René Feldmann hat der Mutter Übungen zur Stressbewältigung empfohlen, die die Verkäuferin nun erfolgreich anwendet. Die 38-Jährige hat aufgehört, ihrer Tochter etwas vorzuspielen, wodurch auch Amelie nicht mehr schwindelt.